Hallo, ich bin Lukas Hutacek, Rückgrat Mitte vom TBV Lemgo-Lippe und ich stelle euch heute mein Rückenmobilisations- bzw. Rückenstärkungsprogramm vor, was ich eigentlich immer mache, wenn ich merke, ich habe Rückenprobleme oder einfach das Gefühl, ich bin ein bisschen schlapp und auch gut in den Tag zu kommen. Da fangen wir gleich an und starten wir in Rückenlage. Wir winkeln die Beine an und lassen sie ganz langsam von links nach rechts pendeln. Das machen wir so jede Seite 10 Mal und versuchen dabei, die Schultern am Boden zu lassen und sich zu entspannen, um den Rücken ein bisschen in Fahrt zu bekommen, ein bisschen Bewegung und auch zu mobilisieren und zu lockern. Kann dann immer verweilen ein bisschen am Ende. Und da merkt man schon, dass der Rücken lockerer wird und die Verspannung sich langsam verfällt. Dann bleibt man auf einer Seite liegen, streckt das untere Bein aus. Das obere lässt man angewickelt hier liegen. Legt die Hände hier zusammen und dreht dann auf. Das machen wir auch 10 Mal. Dabei auch versuchen, mit dem Kopf mitzugehen. Und auch versuchen, dass dieses Bein nicht in die Luft geht. Sondern wenn man da Probleme hat, kann man das auch mit dem Arm unten halten, dass man wirklich gut in die Dehnung kommt. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Nun drehen wir unseren Bauch und strecken unsere Arme seitlich aus und versuchen dann mit dem Fuß den Fuß auf der anderen Seite abzustellen. Davon machen wir auch jeweils 5 pro Seite. Und so bekommen wir auch unseren Rücken ein bisschen freier und die Verspannung wird weniger und wir sind dann bereit, um ein paar Kraftübungen dafür zu machen. Bei uns ist das eigentlich auch so ein Standard vom Training. Es gibt viele Spieler, die diese Übungen machen, um einfach bereit zu sein fürs Training. So, nun kommen wir zu etwas, was wir immer direkt vor dem Spieltag machen, im Abschlusstraining. Da legen wir uns auch lang am Boden und pendeln dann, also strecken die Arme aus und die Beine und pendeln dann mit denen. Das machen wir immer so 30 Sekunden. Davon machen wir 2 Serien. Und ich glaube, auf los geht's los. Also los! So, jetzt haben wir ein bisschen Pause. In den Pausen mache ich auch gerne, dass ich mich
vom Boden in so eine Art Cobra-Position bringe. Also werden die Arme vor dem Körper platziert und drücken es dann von den Armen hoch. Nachdem wir das 5 bis 8 Mal gemacht haben, sind wir auch bereit für den zweiten Durchgang. Und los. Wenn das zu schwer ist, dann kann man das auch nur mit den Armen machen und die Beine ablegen. So, und dann kommen wir schon zur letzten Übung, die wir auch in meinem Abschlusstraining machen. Und dabei bleiben die Beine am Boden und wir ziehen die Arme seitlich am Körper oder am Kopf vorbei und heben dabei unseren Rücken. Da machen wir so 10 bis 15 Wiederholungen. Dann machen wir noch eine Pause und dann geht es auch schon in den letzten Durchgang. Das machen wir nochmal und dann haben wir es gleich geschafft. So, dann jetzt los zum letzten Durchgang. Und das war's mit meinem Workout. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch viel Spaß beim Nachtrainieren.